Ja, das ist ein Vortrag, den habe ich schon auf der Euroforf gehalten. Ich hatte gehofft, eigentlich, dass ich schon zur Euroforf mit dem Checker fertig bin und ist nicht passiert. Ich hatte gehofft, dass ich wenigstens zur Vorftagung damit fertig bin. Leider bin ich dazwischen zu überhaupt nichts gekommen, also zumindest nicht dazu, da weiterzumachen. Also wer das schon von der Euroforf kennt, das ist genau das Gleiche. Vielleicht die Demo ist ein bisschen anders, weil da habe ich die alte Demo nicht gefunden, weil aus irgendeinem Grund sind die Videos von der Euroforf noch nicht online. egal. Kommt noch. Okay. Gut, ja, ich hatte gehofft, mich an dem Video zu orientieren, um das Demo zu machen, aber hab mir ein neues Demo ausdenken müssen. Okay, also es geht um statische Überprüfung der Stacktiefe und wieso habe ich mich mit dem Thema beschäftigt? Eben, es geht statische Überprüfung, naja, also so geht es, wenn man die Slides übersetzt. Es geht also um statische Überprüfung von Forth-Programmen und zwar eben eine Sache, die man überprüfen kann, ist die Stacktiefenüberprüfung. Etwas, was die Leute gerne überprüfen wollen würden, ist die sind Typen. Also statisch herauszufinden, was Typfehler sind, ist nicht einfach. Das habe ich auf der Forth-Tagung 2017, glaube ich, erzählt, was es da für Probleme gibt. Oder? Ach, bei irgendeiner Vortagung habe ich es jedenfalls erzählt, dass es da Probleme mit den Typen gibt. Aber damals habe ich geglaubt, Stacktiefen sind ganz einfach. Publikationen zu statischer Überprüfung gibt es seit 30 Jahren. Es gibt ein paar Prototypen, also von Janusz Pyhal, von so im Großen und Ganzen, ja. Es gibt ja, von einigen anderen gibt es auch. Also unter anderem hat ein Student bei mir Praktikum gemacht und dann sowas gemacht. Einer hat bei einem anderen, einem meiner Kollegen Diplomarbeit gemacht, ohne mich vorher zu kontaktieren und hat da einen statischen Type-Checker gemacht. Letztendlich sind von diesen Prototypen aber kaum Verwendungen in der Praxis gekommen. Das höchste aller Gefühle war noch StrongForth, aber der nächsten Folien dazu. Aber sagen wir, für klassisches Forth gibt es praktisch keine Verwendung. Also habe ich mir gedacht, okay, gehen wir dieses Problem an und fangen wir mit etwas Leichtem an, wo ich mir gedacht habe, es gibt eh keine Probleme dabei, nämlich die Stacktiefenüberprüfung. Und ja, deswegen habe ich das gemacht. Genau, also, da muss ich jetzt. Ah, genau. Da, also da, ich fange mit etwas Leichtem an, die Stacktiefenüberprüfung und ja, es stellt sich heraus, es ist schwieriger als erwartet. Gut, und kommen wir zu den Anforderungen. Also wir haben eben also ich unterscheide hier zwei Sprachklassen, wo die Anforderungen ganz unterschiedlich sind. Das eine sind die statisch überprüften Sprachen und das andere sind Sprachen, die nicht statisch überprüft werden. Und als Beispiel für solche Sprachen haben wir eben StrongForth und Forth. Also habe vorher erwähnt, eben StrongForth macht das. Allerdings ist das eine andere Sprachklasse als ein klassisches Forth, und zwar der Unterschied ist, die fertigen Programme in einer Sprache mit statischen Überprüfung sind dafür geschrieben worden, dass sie eben überprüft werden und eben die bestehen dann die Prüfung auch, beziehungsweise eben
wenn sie eben die Prüfung nicht bestehen würden, dann wären sie keine fertigen Programme. Dann würde der Programmierer das auch als unfertiges Programm sehen. Und eben das Ergebnis ist, Programmierer nehmen das Urteil des Compilers an. Also wenn der Compiler sagt, das ist kein Strong Forth Programm, dann sagt der Programmierer nicht, ja, so ein Blödsinn, das ist schon immer gelaufen, sondern er sagt, okay, ist kein Strong Forth Programm, ich muss mein Programm ändern und fixen und hab dann und am Ende kommt eben ein Programm, ein fertiges Programm raus, das eben Strong Forth konform ist. Für eine Programmiersprache ohne statische Prüfung wie Forth, da gibt es eben schon jede Menge fertige Programme, die nicht für die Prüfung geschrieben worden sind. Und wenn man da jetzt einen statischen Prüfer einsetzt, der sagt, das Programm ist nicht, besteht die Prüfung nicht, dann sagt der Programmierer, na, das ist, es funktioniert aber. Und eben nicht nur das, sondern eben die meisten Programmierer sind eben auch überzeugt von den Idiomen, die sie verwenden. Also wenn die irgendwas hinschreiben, was dem statischen Prüfer nicht gefällt und der Programmierer sagt, ja, so habe ich schon immer programmiert, dann sieht er nicht ein, warum er den statischen Prüfer verwenden soll und lasst den eben bleiben. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum wir eben keine praktisch verwendeten statischen Prüfer in Forth sehen. Also, was sind die Anforderungen für seinen statischen Prüfer, für seine Programmiersprache wie Forth? Es darf eben fast keine False Positives geben, also keine Programmstücke, wo der Programmierer meint, die sind korrekt und der Prüfer meint, die sind nicht korrekt. Also das darf da nur sehr, sehr, sehr selten vorkommen, dass es also solche Fälle. Umgekehrt, dass der Programmierer meint, na, das ist ein Fehler und der Prüfer sagt nichts dazu, das ist okay. Also das hat man auch in einer statisch überprüften Programmiersprache. Da gibt es jede Menge Programme, die nicht korrekt sind und die halt trotzdem durch die Prüfung durchkommen. Also wenn man einen Off-by-One-Error macht oder so, dann wird das üblicherweise die Prüfung bestehen. Es wird halt trotzdem nicht das tun, was der Programmierer sich gedacht hat. Also falsch, und wenn es halt ein bisschen mehr Falsch-Negative gibt, das ist jetzt nicht so das Problem. Also das ist ja dann nur so eine Sache des Grades der Genauigkeit des Prüfers. Ja, und eben weil es keine False, ja, man muss eben den Fall von unbekannten Stack-Effekten behandeln, insbesondere eben das Wort Execute. Da kann man zur Laufzeit ein Execution-Token daherkriegen, das eben was Beliebiges auf dem Stack tun kann, deswegen völlig unbekannter Stack-Effekt. Gibt noch jede Menge andere Möglichkeiten, unbekannte Stack-Effekte zu haben, aber das ist halt einmal einer, den man einfach gar nicht ausweichen kann. Eben weil es keine False Positives sein dürfen, behandeln wir die halt so, dass wir annehmen, dass ein unbekannter Stack-Effekt halt schon dass dort, wo der Stack-Effekt unbekannt ist, ein korrekter Stack-Effekt tatsächlich verwendet wird. Also wenn man eben zum Beispiel Execute hat, dass eben dann schon das richtige XT an das Execute hingereicht wird und dass das Execute eben genau das Richtige tut. Und da kann dann eben der Stack-Checker mit dieser Annahme dann weiterarbeiten. Das unterscheidet meine Arbeit auch von, also zum Beispiel von einer Arbeit, die Ulrich Hoffmann vor einigen Jahrzehnten gemacht hat, wo der einfach bei unbekannten Stack-Effekten einfach gesagt hat, okay, wenn da ein Stack-Effekt unbekannt ist, dann weiß ich ja nicht, was das Programm dann für einen Stack-Effekt hat. Und sozusagen, das hat dann den
die Unbekanntheit eben weiter propagiert. In dem, was ich heute erzähle, ist es so, dass ich dann versuche, also ich nehme an, dass der unbekannte Stack-Effekt eben korrekt ist und ich versuche zu ergänzen von irgendeiner anderen Informationsquelle. Wir werden das dann auch sehen, wie das geht. Oder genauer gesagt, ja, das praktische Beispiel kann es, oder das Demo wird es noch nicht zeigen, aber ich werde zumindest im Vortrag was dazu zeigen. Gut, die Frage bei Prüfungen ist auch immer, gegen was man prüft. Also ich kriege dann, mein Stack-Tiefen-Checker kriegt dann irgendeine Stack-Tiefe heraus und woher weiß ich dann, ob die korrekt ist oder nicht. Also eine Idee wäre eben, dass man mit Stack-Effekt-Kommentaren arbeitet, aber in der Praxis im Feld gibt es eben zu viele Variationen der Stack-Effekt-Kommentare, glaube ich zumindest. Deswegen habe ich mich zumindest in diesem ersten Schritt noch nicht so damit auseinandergesetzt. Ich glaube aber schon, dass das Ziel von kaum False Positives werden wir nicht erreichen können, wenn wir tatsächlich mit den in der weiten Welt der Forth-Programme vorkommenden Stack-Effekt-Kommentaren da umgehen. Was ich mir vorstellen kann in der Zukunft, dass wir sagen, okay, als Option kann man, um eben weniger False Negatives zu kriegen, kann man eben sagen, ich schalte auch noch Stack-Effekt-Kommentare ein und dann sollte das Programm aber schon für diesen Checker geschrieben sein. Dann ging, was man noch prüfen kann, ist ein Return-Stack-Effekt. Der Return-Stack-Effekt muss eben eines Wortes muss eben das sein, dass sich nichts auf dem Return-Stack tut. Also weder irgendetwas konsumiert wird, noch irgendetwas raufgepusht wird und auch nicht genauso viel konsumiert wie raufgepusht. Also sowas wie das hier ist halt nicht okay, weil hier holen wir uns einen Wert, wir pushen einen Wert auf den Return Stack, den wir nachher nicht konsumieren. Also das ist schon mal definitiv falsch. Dann beim Kontrollfluss ist eben die Frage, ob die Stacktiefe zwischen zwei Kontrollflüssen übereinstimmt. Also wenn ich hier so eine Do-Loop-Schleife habe und ich komme wieder zurück, dann will ich in den allermeisten Fällen wieder dieselbe Stacktiefe haben und in meinem Checker gehe ich mal davon aus, dass es gibt tatsächlich ein paar Fälle, wo Leute so programmieren, dass sie dann keinen balancierten Stack-Effekt haben. Aber in meinem Checker nehme ich mal an, dass also melde ich das als Fehler. Und wenn für die paar Fälle, wo es halt tatsächlich verwendet wird, wäre es halt ein False Positiv. Also da es hier in jeder Iteration ein I dazu würde nicht passen. Ein If-Else-Then, wo in einem eben dann zwei, also wo jeder Zweig einen Wert vom Stack nimmt und der eine pusht aber zwei Werte am Stack und der andere pusht keinen am Stack, das wäre auch nicht okay. Ja, und eben wenn man einen unbekannten Stack-Effekt hat, dann ist es das eventuell false negativ. Also wenn ich da so ein if habe und dann ein execute laufen lasse und dann weiß ich halt nicht, was das tut und dann auf dem anderen Zweig habe ich halt ein drop, dann nehme ich an, dass dieser
Zweig hier genau denselben Stack-Effekt hat wie dieser Zweig hier. Und da nehm an, dass das okay ist. Jo, dann ein bisschen in die Details hinein. Wie geht's? Also dieses klassische Stack-Effekt-Kalkül ist der ist bekannt. Den mache ich halt, aber ich zeige ihn halt hier einfach. Okay, wenn ich eben hier zwei Werte vom Stack nehme und einen am Stack pushe und danach kommt ein Wort, das noch zwei Werte vom Stack nimmt und einen Wert pusht, dann gehe ich halt hier, nehme zwei Werte vom Stack und pushe dann einen Wert und im nächsten Wort gehe ich, nehme ich wieder zwei Werte vom Stack und pushe einen Wert auf den Stack und insgesamt habe ich dann dieses hier. Und habe halt insgesamt nämlich drei Werte vom Stack und pushe einen Wert am Stack. Das Ganze kann man jetzt für mehrere Stacks machen. Wenn ich jetzt hier die zwei Wörter habe, a from und s to f, also a from nimmt mir einen Wert vom Return Stack, das sieht man eben hier, und pusht einen Wert am Datenstack, das sieht man hier, und S to F nimmt einen Wert vom Datenstack und pusht einen Wert auf den Floating Point Stack. Also das sieht man hier. Dann ist der Gesamteffekt ist eben dann, es wird vom Return Stack ein Wert runtergenommen und ein Wert auf den Floating Point Stack drauf gepusht. Und das hier, also ich verwende halt immer einfach nur beim Floating Point Stack sage ich nicht diese Syntax mit dem F-Doppelpunkt, sondern schreibt da einfach den Typ R hin. Das ist ein Floating Point Wert und das bezieht sich dann auch immer auf den Floating Point Stack. So, und das Interessantere ist, was passiert beim Kontrollfluss. Hier sind diese Stack-Effekte, die ich anzeige, immer beziehen sich auf den Stack-Effekt seit dem Anfang dieser Sequenz. Also das if nimmt halt einen Wert vom Stack und pusht nichts drauf. Dann, wenn wir in den linken Zweig gehen, dann werden eben noch zwei Werte vom Stack genommen und wieder zwei Werte drauf gepusht. Und beim Recht, also beim Bei den, also das ist der Zweig, der halt genommen wird. Bei dem Zweig, wo rundherum gesprungen wird, wo zum Den gesprungen wird, passiert eben nichts extra. Das heißt, wir haben noch immer denselben Stack-Effekt wie hier. Dann beim Den müssen wir die beiden Stack-Effekte eben schauen, ob die zusammenpassen. Und was da zusammenpasst, also es muss sich die Tiefenänderung, die muss zusammenpassen und die sind in beiden Fällen gleich und die maximale Tiefe, da nehmen wir von beiden das Tiefere. Also in dem Fall ist eben das Schwarze, was man so als Rahmen um das Rote sieht, ist eben das Ergebnis dieses Vereinigungsprozesses. Die Flussrichtung ist bei diesen Operationen egal. Das heißt, ich kann, egal ob ich jetzt hier eine Rückwärtskante habe, wie bei einer Schleife, oder eine Vorwärtskante, wie bei if, kann ich das beides in Vorwärtsrichtung berechnen und kann damit alles in einem Durchgang machen. Also das ist ein angenehmes Feature dieses Stack-Effekt-Kalküls und das sollte für Typüberprüfung übrigens auch so sein. Ja, bei unbekannten Stack-Effekten, wie handhabe ich die? Da habe ich eben hier mein if, das einen Wert vom Stack nimmt, dann das execute nimmt noch einen Wert vom Stack. Damit habe ich hier eben hier mal meine maximale Tiefe eben
festgelegt oder eben erhöht. Dann, was das Execute aber auch noch macht, ist, nachdem es einen unbekannten Stack-Effekt danach hat, nachdem es das XT vom Stack genommen hat, machen wir hier einen neuen Anker. Also hier dieser Querbalken steht für einen Anker. Der erste Anker hier ist eben der Anfang dieser Sequenz und eben nach Stellen mit unbekanntem Stack-Effekt machen wir noch einen Anker. Und wenn wir dann von diesem Anker, und am Anfang ist da eben kein Stack-Effekt da, also ein leerer Stack-Effekt im Prinzip. Und dann, wenn wir zum Then kommen, müssen wir eben diese beiden Stack-Effekte von diesem durchfallenden Zweig und dem rundherum gehenden Zweig vereinen. Das geht in diesem Fall, wenn es eben zwei unabhängige Anker sind, geht das immer. Da kommt halt in diesem Fall eben das Tiefere raus und wir machen hier von der Stacktiefenänderung orientieren wir uns an dem Anker, mit dem das ganze Wort angefangen hat, soweit es geht. Und dann kommt eben, haben wir hier am Ende eben, hat diese ganze Sequenz diesen Stack-Effekt und wir können uns daraus auch ausrechnen, welchen Stack-Effekt das Execute haben muss. Ich würde sagen, ja, das Execute muss einen Wert pushen, aber das macht eigentlich der Stack-Checker gar nicht, weil den interessiert nur, ist also eben bei einem Control-Flow-Join, wenn es eben dasselbe Anker ist, dann wird eben überprüft, ob sie zusammenpassen und wenn es eben verschiedene Anker ursprünglich sind, dann werden die beiden vereinigt und sozusagen dieser Anker kriegt halt einen dazu passenden Stack-Effekt zu dem anderen Zweig. Jo. Gut, Implementierung ist, also habe ich einfach in den GFOF-Compiler eingebaut, indem ich an wenigen Stellen Hooks eingebaut habe, und zwar insbesondere beim Kompilieren von Primitives. Also da gibt es ein Wort namens People-Compile-Komma, das kompiliert ein Primitiv und dort ist ein Hook. Warum ich das gemacht habe, ist, weil der Stack-Effekt fast aller Primitives bekannt ist. Und außerdem hilft das in GFOF auch noch für Variablen, Konstanten, Fields und so weiter, weil die werden auch alle in Primitives kompiliert. Eben Probleme gibt es halt nur beim Call, weil da können da völlig verschiedene Wörter gemacht werden, aber dafür gibt es dann noch eigene Hooks. Genau, und bei Kindern von das. Also Colon Definitions, das ist das mit den Calls. Kinder von das ist auch so ähnlich. Und was da gemacht wird, ist eben für neue Definitionen, die eben schon einmal ein Ergebnis eben schon überprüft wurden, nimmt man das Resultat des Überprüfers, soweit es geht. Und bei alten Definitionen, die nimmt man eben als unbekannt an oder in Zukunft mit den Stack-Effekt-Kommentaren wird man eben da vielleicht einen eigenen Mechanismus haben. Dann bei der Implementierung, noch immer bei der Implementierung, genau. Wir brauchen eben für den Kontrollfluss eine weitere Zelle pro Kontrollfluss-Stack-Item. Also ursprünglich hatte GFOF 3 Zellen im Kontrollfluss-Stack-Item, jetzt hat es 4. Weil das zeigt eben auf den aktuellen Anker und den aktuellen Zustand.
Dann gibt es einen Hook für, um einen so einen Stack State zu pushen. Der wird bei Begin, if, do und so weiter aufgerufen. Und einen Hook, der einen Stack State poppt, bei Until, Then und Loop aufgerufen. Und an diesen Stellen, also gerade beim Poppen, wird eben geschaut, ob die beiden Zweige zusammenpassen. Hoppla. Und nach einem unbedingten Sprung wird ein neuer Anker eingeführt. Das mit den Ankern ist noch nicht implementiert, deswegen gehen die unbedingten Sprünge noch nicht und die unbekannten Wörter auch nicht. Bei einem unbekannten Stack-Effekt wird die maximale Tiefe weitergereicht und ein neuer Anker gestartet. So, Zusammenfassung, also Demo kommt gleich, aber ich fange mal mit der Zusammenfassung an. Also bei der statischen Prüfung gab es bisher viel Forschung und wenig Benutzung und ich hoffe, werde das in Zukunft etwas ändern. Und wenn nicht, dann wissen wir immerhin, dass dieser Weg auch nicht akzeptiert wird. Denn vielleicht ist ja vorher eine Sprache, die gar nicht, also wo die Programmierer das gar nicht wollen. Eben bei altem Code und auch Code, der nur teilweise alt ist. Also oft ist es ja so, man hat Code, wo man irgendwie einen Haufen neuen Code hat und man verwendet halt ein Stück alten Code. Da dürfen halt für den alten Code keine False Positives vorkommen. Deswegen nehmen wir an, dass jeder unbekannte Stack-Effekt korrekt ist. Die Stack-Effekt-Kommentare sind unzuverlässig, deswegen werden die zumindest in der ersten Stufe nicht verwendet. Und überprüft wird eben die Return-Stack-Balance und eben, ob verschiedene Kontrollflüsse zusammenpassen. Der Überprüfer behandelt Sequenzen, mehrere Stacks und Kontrollfluss. Bei einem Wort mit unbekanntem Stack-Effekt wird ein neuer Anker eingeführt und eben Anker werden bei einer Kontrollflussvereinigung vereinigt. Also wenn es verschiedene Anker sind, also wenn die noch nicht vereinigt wurden. Und die Implementierung erfolgt über Hooks im GForth. Ja, noch eine kleine Demo. So, genau. Fangen wir, ich habe da auch irgendwo ein schönes. Genau, fangen wir mit einem Klassiker an. Dem schönen Wort Square. Sehen wir da schon was? Habe ich es aktiviert? Mal sehen. Tube. Darf ich dich Darf ich bitten, dich das bitten? Ja, bitte. Fenster um eins nach Fenster oben um zu eins nach schieben? oben zu schieben. Das Problem ist, ich habe jetzt nur das Fenster geshared, also ich kann aber auch den Screen sharen. Wenn es einfach geht, wäre das super. Ja. Na und? So, dann schauen wir mal. Gut, also. Ist es jetzt besser? Danke. Gut. Also, was man hier sieht, ist eben das, ja, ich habe einmal das Wort Square definiert, dann habe ich Dupe gemacht und der Stack Checker, also das ist jetzt noch im Entwicklungsstadium, spuckt mir nach jedem Wort gleich aus, was er meint, was der aktuelle Stack-Effekt seit Anfang des Wortes ist. Und das ist eben mal, es nimmt einen Wert vom Stack und also eine Zelle vom Stack und pusht zwei Zellen auf den Stack. Zellen werden hier mit X bezeichnet. Also, und das ist der Datenstack. So, dann sage ich mal. Und jetzt ist eben der Effekt seit Anfang des Wortes ist eben, ein Wert vom Stack und ein Wert auf den Stack. Und wenn man Strichpunkt macht, dann kriegt man hier eben heraus, dass beim Strichpunkt das Ergebnis eben ein Wert vom Stack, ein Wert auf dem Stack ist, was man sich halt von dem Square erwarten würde. Dann
haben wir eben hier unser Beispiel, also das, was ich vorher gezeigt habe. Ich habe Fu, A, na, Tu A, dann sieht man hier, ein Wert ist vom Datenstack genommen worden und ist auf den Return-Stack gegeben worden. Return-Stack, also eine Zeile am Return-Stack, schreibe ich hier mit Groß R hin. Und jetzt, genau, das war noch das Beispiel mit dem Rot. Da sieht man eben, okay, vier Werte vom Datenstack runter, drei Werte auf dem Datenstack und ein Wert auf dem Return-Stack. Und wenn man jetzt hier einen Strichpunkt macht, dann meckert der Checker und sagt eben Warning, Return-Stack Error in Foo und gibt den Wert aus. Dann sehen wir hier noch eben das Ergebnis von diesem Foo. So, ja, hier haben wir ein Beispiel, wo man sieht, dass nicht jede Verwendung des Return-Stacks ein Problem ist. Also da haben wir A, pusht etwas auf den Return-Stack, sieht man eben hier wie gehabt. Dann fetch nimmt etwas vom Datenstack und pusht etwas auf den Floating Point Stack. Dann haben wir eben hier insgesamt zwei Werte vom Datenstack. Einer auf dem Return Stack, einer am Floating Point Stack. Und auch from holt uns diesen Wert vom Return Stack wieder runter und pusht ihn auf den Datenstack. Deswegen haben wir hier am Ende zwei Werte vom Datenstack genommen, ein Wert auf den Datenstack gepusht und ein Wert auf den Floating Point Stack gepusht. Und da gibt es dann keine Warning, weil das ist der Stack-Effekt ist okay. Und was man hier noch sieht, ist, dass das Ganze für mit Aufrufen von Wörtern, die schon, also hier oben haben wir eben das Bar definiert und wenn wir hier das Bar aufrufen, dann wird tatsächlich das gemacht, was man eben vom Bar erwartet. Also hatten hier zwei Werte am Datenstack nach dem Tube und das Bar konsumiert diese zwei Werte und pusht eine Zelle auf dem Datenstack und eine Zelle am Floating Point Stack. Deswegen ist dann insgesamt dieses hier. Und aus irgendeinem Grund wird das Ganze hier zweimal ausgegeben. Dann haben wir Strichpunkt und eben es gibt keine Fehlermeldung. So, dann haben wir hier ein schönes Beispiel, einen Klassiker, das Maximum. Ja, also gibt es eine Warning, weil Max schon vorher definiert wurde. Aber also was sehen wir? Es wird einmal 2 Tube aufgerufen, dann kleiner, dann if, dann swap. Und wir sehen hier, wie der Kontrollfluss funktioniert. Also wir haben hier nach dem if haben wir eben diesen Stack-Effekt von seit dem Anfang des Wortes, dass zwei Werte runtergenommen wurden und zwei Werte gepusht wurden. Das Swap ändert dran auch nichts. Am Ende überprüft das denn, ob die beiden Stack-Effekte zusammenpassen. Da die völlig gleich sind, ist das eh klar, dass sie zusammenpassen. Dann wird halt ein Wert gedroppt und dann hat man insgesamt hat den Max diesen Stack-Effekt zwei Werte runter, ein Wert drauf. So, dann sehen wir hier ein Beispiel, wo es nicht zusammenpasst. Und wir sehen halt hier, if konsumiert einen Wert, dupe holt sie noch einen Wert vom Stack und pusht dann zwei Werte. Und das then muss dann diesen Stack-Effekt, versucht dann diesen Stack-Effekt mit diesem irgendwie in Übereinstimmung zu bringen und das funktioniert nicht. Deswegen steht da eben,
ein Warning, dass es einen Stackdepth-Mismatch gibt. Ja, und dann nimmt er halt an, dass einer von den beiden der Richtige ist und rechnet damit weiter. Und hier ein etwas komplizierteres Beispiel, was auch noch mit den aktuellen Einschränkungen geht, die Fibonacci-Zahlen. Da hat man halt 0, 1 rot und ihr werdet euch vielleicht wundern, warum 0 und 1 nicht zu Ausgaben vom Checker führen. Das ist, weil GFORF 0 und 1, also macht so ein Constant Folding Optimierung und da sieht das People-Optimize, wo der Hook drin hängt, sieht diese Zahlen noch nicht. Und es sieht erst, wenn hier das Rot kommt, dann werden auf einmal alle drei Wörter kompiliert. Und man sieht halt hier die Ausgabe fürs 0 und dann fürs 1 und dann fürs Rot. Also, und eben am Ende ist halt, oder an dieser Stelle hat man hier dann eben ein Wert vom Stack runtergenommen und drei Werte am Stack gepusht, dann wird noch 0 gepusht, hat wieder diesen Effekt, dass es nicht sofort sichtbar ist, das sieht man dann erst hier. Und dann kommt das Question Do, das nimmt eben zwei Werte vom Datenstack und pusht zwei Werte auf dem Return Stack, das wird halt hier so angezeigt. Also wir haben dann im Prinzip vom Anfang des Wortes gesehen, ein Wert runtergenommen, zwei Werte auf dem Datenstack gepusht und zwei Werte am Return Stack gepusht. Also sozusagen mit diesem Stack Zustand gehen wir in die Schleife rein. Dann wird Over gemacht, hat man ein Wert mehr auf dem Datenstack, dann ein Plus, hat man wieder ein Wert weniger am Datenstack, dann noch ein Swap, das ändert nichts an den Stacks. Und das Loop muss dann überprüfen, ob dieser Stack-Effekt mit diesem hier zusammenpasst. Und nachdem es dasselbe ist, klappt das in diesem Fall auch. Ja. Und deswegen gibt es kein Warning. Ja, genau. Der Loop, da hat man hier zwei Effekte. Nämlich das erste ist im Prinzip dieser Rücksprung. Und wenn der dann nicht genommen wird, dann wird unsichtbar noch ein Wort ausgeführt, das den Inhalt vom Return Stack wegwirft. Und deswegen sehen wir hier zwei. Also das zweite ist eigentlich erst das, was beim Loop passiert ist. Und dann kommt Drop und wirft nur noch einen Wert weg und wir haben insgesamt für das FIB einen Stack-Effekt, der einen Wert vom Stack nimmt und einen Wert auf den Stack pusht. Jo. Dann das Ganze, das Beispiel, das ich schon erwähnt habe, was passiert, wenn da bei einer Schleife kein balancierter Stack-Effekt ist. Also wir haben hier ein Do, nimmt eben zwei Werte vom Stack und pusht zwei Werte auf den Return Stack. Das I pusht uns noch einen Wert auf den Datenstack und Loop versucht dann diese beiden Stack-Effekte in Übereinklang zu bringen und das funktioniert nicht. Deswegen gibt es hier ein Warning. Ja, das soweit zum Thema, also zur Demo. Gibt's Fragen? Ja, ich hätte eine Frage. Ah, Bernd hat zuerst aufgezeigt, bitte Bernd. Bei dem Return Stack kannst du auch vielleicht noch ein bisschen einen kleinen Type Checker machen, nämlich das, was du auf den Return Stack schmeißt, sind Indizes, wo ein I-Zugriff korrekt ist. Und wenn man jetzt eben noch dazwischen ein To-A und A-Form macht, würde man eben andere Werte auf den Return Stack schmeißen und ein I wäre dann ein Fehler. Also das hat ja der Jörg,
gezeigt mit seinem Tagging-System. Man muss da unterscheiden zwischen Werten, die mit to-a raufgeworfen werden und die mit do raufgeworfen werden. Das sind zwei verschiedene Klassen von Werten. Und wenn der Checker das machen würde, könnte man auch eben erkennen, dass man ein to-a, i-a Form macht und es nicht den erwünschten Effekt liefert würde. Ja, könnte man machen, aber da sind wir schon in Richtung Type-Checking. Ja. Also es ist jetzt dann irgendwie, kommt dann in einem weiteren Jahr oder in zwei weiteren Jahren oder wann auch immer ich mich dann mit dem Type-Checker beschäftige. Genau, erstmal muss der Stack-Checker fertig. Die zweite Frage, die ich noch habe, ist, wenn du so einen neuen Anker hast, mach halt mal einen Stack-Kommentar, mit dem man solche Anker dann vorbefüllen kann. Also zum Beispiel nach dem Execute eben sagen, dieses Execute hatte den Stack-Effekt xx-x oder so, und dann kann aus dem neuen Anker, kann das wieder aufgelöst werden in den vorhandenen Anker plus diesen angegebenen Stack-Effekt. Dann könnte man sowas annotieren, dass es dann doch eine komplette Check-Überprüfung macht. Also Ja, das unter der ist. Annahme, dass das Execute es dann auch tatsächlich macht, was man da angegeben hat. Ja, also das ist auch ein Förderwerk. Genau. Ich hätte auch noch eine Frage, wenn sonst keiner eine hat. Oder ich drehe mich mal einfach vor und dann soll bitte jemand anderen noch aufzeigen, wenn jemand will. Und zwar wollte ich fragen, du hast gesagt, wenn die beiden Stacktiefen nicht übereinstimmen, dann zeigst du einen der beiden anderen, der muss sich dafür entscheiden. Jetzt war meine Frage, kann man in dem Warning nicht beide Stack-Effekte anzeigen? Ich weiß jetzt nicht, warum man nicht beide anzeigt, aber Okay, ist so gedacht schon. Okay. es ist, denke ich mal, wäre schon sinnvoll, ja. Ja, super, danke schön. Jörg hat die nächste Frage gehabt. Ja, ich wollte nur sagen, was wollte ich denn jetzt sagen? Also erstens, wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich es demnächst bei mir einbauen, weil das genau die Lücke füllt, die es bei mir noch gibt. Denn den Return Stack überwache ich noch so ein bisschen. Auf dem Datenstack kann man immer noch beliebigen Mist bauen. Und das ist halt eben gefährlich, gerade bei größeren Programmen. Und dass es nicht hundertprozentig alle Fehler findet, ja mein Gott, ich meine, die Info ist auch nicht hundertprozentig und sie ist trotzdem nützlich. Nicht? Also selbst wenn man so Zufallsgeschichten findet, würde das in jedem Fall helfen. Gut, gibt es sonst noch Fragen oder Kommentare? Begeisterungskundgebungen? Okay, wunderbar, ja. Gut, dann Fragen von Twitch habe ich auch keine mehr gesehen. Anton, vielen Dank für deinen Vortrag. Dann würde ich jetzt langsam sagen, wir werden uns von Twitch verabschieden. Vielleicht Ich können. hätte noch, also ich weiß ja nicht, Ja? inwieweit, ich hätte noch ein anderes Thema, was ich präsentieren könnte, wenn ihr noch euch die Zeit nehmen wollt. Wir haben halt nur vom Zeitplan her, müssten wir in 10 Minuten dann zum Kochen anfangen. Ja, ich denke, das geht sich aus. Wollt ihr das noch machen? Ja, also so Gut. verfressen sind wir nun auch nicht, ja. Ausgezeichnet. Passt. Was ist der Ich muss Vortrag? zwar noch Windeln kaufen, aber dafür muss ich nicht kochen. Also der Vortrag ist Execution Tokens versus Makros. Okay, bitteschön. So, und zwar, ich habe eh noch den Screen geshared, Ja. richtig? Na dann schauen wir mal, wo wir es finden. So. Und zwar habe ich letztens, machen wir das. Na, das war uns nicht. Zwei ist das dann, glaube ich. Nein. Weiß jemand, wie man das vertikal trennt? Ich kann es für VI sagen. Drei. X3. Besitzsteuerung Ah, drei. Ja, X3. drei. Genau. Und da will ich aber eigentlich in diesem hier die XT. So, dann machen wir das ein bisschen breiter. Und ich nehme an, ich soll es ein bisschen raufziehen.
Nein, das ist okay. Also ich wollte nur, ich kann beides gut sehen. Du kannst auf der Höhe von dem blauen Satzbar Also, bleiben. letztens habe ich dieses nette Programm hier geschrieben. Schieben wir das ein bisschen rüber, dann, damit da nicht so viel passiert. Also, wo ich sehr, also erstaunlich viele Wörter hatte, wo ich ein Execution-Token passen, also herumreichen musste oder herumgereicht habe, sagen wir so. Und zwar habe ich das verwendet, um also einerseits haben wir da so einen Fall, wo man einen Wrapper haben, wo ich eine Wordlist eben während also mal auf Current setzen will, dann dieses Execution Token ausführen will und danach wird es wieder das alte Current restauriert. Dann haben wir noch, was haben wir da noch? Wir haben noch hier so Dinge, wo man über einen ganzen String oder eigentlich in dem Fall den Inhalt einer Datei, die in den Speicher geladen wurde, drüber iteriert und für jedes Wort drinnen was macht. Und dann da unten noch, dass man über alle Wörter einer Wordlist drüber iteriert und für jedes Wort was macht. Und eben in diesem Fall, in diesen drei Fällen wurde das eben darüber gelöst, dass man Execution, oder habe ich das gelöst, dass man Execution Tokens herumreicht. Dann haben wir hier noch so ein Spezial oder einen speziellen Fall, wo man sozusagen ein Execution Token reinkriegt und aber dann ein anderes Wort, das ein Execution Token nimmt, aufruft. Und in diesem Fall habe ich dann tatsächlich die Closures-Erweiterung von G4 verwendet, die ich also 2018, glaube ich, vorgestellt habe. Also was hier passiert ist, dass man hier dieses Execution-Token, was auf dem Stack reinkommt, in dieser Closure, also das ist so was Ähnliches wie, also eine Art verschachtelte Colon Definition, wo allerdings hier noch das Local, was hier auf dem Stack liegt, an den lokalen Namen XT gebunden wird. Und das ist in diesem Fall noch ein Spezialfeature. Es ist ein lokaler Name XT der Sorte XT. Das heißt, wenn das hier vorkommt, wird es ausgeführt. Also was hier passiert ist, es wird über dieses String hier drüber iteriert und eben da wird eben geparst und zwar wird mit parsName eben so lange geparst und für jeden Aufruf von parsName eben einmal das Execution Token aufgerufen, bis eben das parsName 0 zurückgibt. Und auf diese Weise haben wir eben für jedes Wort in diesem String wird eben parsName aufgerufen. Na, jedenfalls will jetzt gar nicht auf die Details so von diesem Code eingehen. Nur eben vor vielen Jahren hat Andrew Haley mal gemeint, na, das ist aber so programmiert man nicht in Forth, sondern er hat dann vorgeschlagen, man programmiert mit Makros. Also dann würde man eben diesen Current Wrapper, also wenn wir uns den hier anschauen, da wird halt mit getCurrent das aktuelle Current geholt, auf den Return Stack gepusht, dann eben diese Wordlist hier mit setCurrent zur aktuellen Wordlist gemacht, dann wird das Execution Token mit Catch ausgeführt. Warum mit Catch? Damit, wenn da in dem Execution Token irgendwas passiert, damit dann dieser Teil hier, damit das Current wieder restauriert wird. Und dann wird und
nach der Restauration wird eben der Wert, der von Catch zurückkommt, mit Throw weitergeworfen, wenn es ungleich 0 ist. Da diese Makroversion, die macht die Geschichte mit dem Catch nicht, weil wir eben von Catch nur diese Execution-Token-Version haben. Und naja, in GFOF haben wir noch die andere Version auch, aber die wollte ich im Moment nicht verwenden. Also sozusagen, wenn man einmal in dieser Execution-Token-Passenden-Variante ist, dann hat man eigentlich keine Chance mehr, in die andere Variante reinzukommen. Aber gut, haben wir mal ohne dieses Feature gemacht. Also da haben wir eben ein Makro für den Anfang von der den Anfang von dem Wrapper ersetzt, ein anderes Makro, das das Ende ersetzt. Und die Verwendung ist halt in diesem Fall hier, nehmen wir eine Quotation, diese hier, und was uns ein Execution-Token gibt und reichen die an dieses Current Wrapper. Und in dem anderen Fall haben wir eben hier dieses Current Spitze auf, haben dann den Code, den wir hier in dieser Quotation drinnen haben, geben wir hier direkt an und machen dann Spitze Klammer zu Current. Und das generiert uns halt den Code, der da ungefähr dazu passt. Eben nur, dass halt das Catch nicht so tut. Ein interessanter Fall ist noch dieses Each Word, wie das ersetzt wird. Also im Prinzip müssten wir da zunächst einmal das Execute Parsing ersetzen. Also da haben wir so Parsing, Spitze auf und Spitze zu Parsing und dann verwendet man das halt. Ach ja, hier diese eckigen Klammern, das ist, dass das alles postponed wird. Und in der Verwendung hat man hier dann. So. Genau, und ich muss mich da gar nicht mit irgendwelchen Closures herum, muss ich mich nicht mit Closures herumplagen und beziehungsweise ich muss sie halt nicht verwenden. Das heißt, andere Forth-Systeme müssen sie auch nicht implementieren, sondern kann das einfach, ich schreibe dann dort, wo dieses Each Word verwendet wird, schreibe ich dann eben einfach den Code rein, den ich sonst als Execution Token übergeben würde. Also, da haben wir hier das als Execution Token übergeben an das Each Word und hier haben wir es direkt reingeschrieben. Also, und dasselbe eben für diese letzte Verwendung mit dem Map Wordlist. Da haben wir eben hier auch eine Quotation, die am Map Wordlist gereicht wird. Und hier hätten wir wieder zwei Makros, eines vorne, eines hinten. Und den Inhalt von der Quotation haben wir hier. Also, worauf will ich hinaus? Ja, was meint ihr denn dazu? Ist also. Letztendlich, also meine Erfahrung bisher ist, ich neige aus irgendeinem Grund immer zu diesem XXT überreichenden Stil und nicht zu den mit den Makros. Aber ja, Andrew Haley hat gemeint, die sind besser. Was ist da eure Meinung dazu? Wir haben Constant Folding, wir könnten diese ganzen Wörter wie Execute Parsing auch einen Folder dafür schreiben und dann würden die ihren Code halt auch reinkompilieren. Ja, also das wäre dann die Optimierungsvariante, aber hier geht es eigentlich, mir geht es da jetzt gar nicht so um die Optimierung, sondern Und die Notation. um das, wie, was meint ihr, gibt es da eine richtigere Vorvariante? Wenn ja, oder wozu würdet ihr neigen und könnt ihr das begründen? Na, wenn sich keiner traut, dann bin mal ich der anfängt und zu einem Blödsinn reden wird, man vermutlich.
Ich würde jetzt mal behaupten, die XT-Variante brauchst du für die einen Fälle und die Makro-Variante für die andere. Wobei die XT sicherlich die universellere ist, dank Quotations und des Weiteren. Aber das ist dann ähnlich, wie wir diese Wörter oft haben, die entweder selbstallokierend sind oder doch Puffer überreichend. Ich glaube, es ist so ein Problem. Es kommt tatsächlich auf den Anwendungsfall an. Und ich denke mir jetzt, wenn du jetzt vielleicht kompliziertere Sachen oder kompliziertere Kontexte aufbauen musst, ist vermutlich diese andere Variante hübscher mit dieser Notation extra, also mit diesen Makros, wie du es genannt hast. Und wenn nicht, dann ist es vermutlich wieder einfacher, wenn man es mit XTs macht. Also ich würde auf jeden Fall XTs machen, aber du kannst dir dann, weil dann kannst du dir selber diesen Wrapper noch immer bauen, wenn du willst. Andersrum wäre es komplizierter. Die Frage ist ja, wie das mit diesen Makros aussieht, wenn wenn man auch diese Fehlerbehandlung, die das Catch macht, damit drin haben will. Ich bin gar nicht sicher, ob man das überhaupt. Ja, also das ist halt eine Sache. Man müsste, also weil man, also es ist eigentlich so ein One-Way im Gegensatz zu dem, was Gerald gerade gesagt hat. Er hat gemeint, man kann mit dem mit der XT-Variante anfangen und dann zum anderen umschwenken. Aber sobald du sozusagen mal in dem gefangen bist, kommst du nicht so leicht raus. Also umgekehrt kann ich, wenn ich, also in GeForce gibt es ein Try, Restore ein Try, was ich aber selten verwende, was wiederum dagegen spricht, dass es, dass das eigentlich eine so gute Idee ist. Ich könnte eben da sagen, okay, postpone try, dann das Ding und dann hier hinten restore ein try oder sowas in der Art, würde gehen. Und das würde das Catch ersetzen, aber das ist mal nicht standardisiert, kann man auch nicht irgendwie in einen Standard-Wurf so ohne weiteres reinbringen. So, Ulrich, was hattest du gesagt? Also irgendeinen Gedanken wollte ich noch sagen. Genau, also das mit den Makros eben, wenn man die Fehlerbehandlung dann nicht machen kann, ich meine, wie kommt Enzo auf die Idee zu sagen, so muss man es irgendwie dann in Force machen. Also sowas wie Catch and Try muss man dann ja irgendwie haben, weil wenn der Code, der da in den Klammern ist, wenn der einen Fehler liefert, dann will man natürlich den alten Zustand wiederherstellen. Man muss sagen, Andrew hat das nicht für diesen Fall gesagt. Er hat das gesagt für einen Fall, wo, also im Prinzip, wo man über eine Re drüber iteriert hat, da hat er gemeint, na, das ist nicht so gut, wenn man das so mit einem Wort, das ein XT nimmt, macht, sondern da soll man Makros schreiben, hat er gemeint. Und da würde man auch kein Catch reinmachen. Nee, da braucht man das nicht. Genau. Aber das, was du hier jetzt hast, ist ja auch generell. Also auch wenn du ein File öffnest zum Beispiel, ne, dann kannst du ja auch, ne, willst du es auf alle Fälle schließen, wenn ein Fehler irgendwie während der Berechnung ist. Also so ein solcher Wrapper finde ich eigentlich sehr nützlich und die würde ich auch so machen, wie du sie gemacht hast, links. Jörg? Mit Mikrofon bitte. Dass mir das immer noch passiert. Nicht zu diesem, zu dem davor. Also diese Stack-Überprüfung ist mir durch den Kopf gegangen die ganze Weile. Kann man eigentlich wunderbar kombinieren mit der Compiler-Security, weil das eigentlich derselbe Ablauf ist. Nicht? Das könnte man vielleicht sogar in einem Schwung erledigen. Und dann braucht man einen extra Stack, das finde ich immer irgendwie blöd, aber auf der anderen Seite an dieser Stelle geht es halt nicht anders. Und Gerald, wir brauchen zusätzliche Einträge im Dictionary. Kein Problem. Jetzt hast du einen 4K-Bildschirm, lass ihn uns nutzen. Also ich würde tatsächlich sagen, diese Wrapper, ich zum Beispiel, da gibt es ja auch bei vielen Sprachen, was der Uli gemeint hat vorher mit diesen Files müssen geschlossen werden. Da gibt es ja Sprachen, die dieses with haben, aber nicht enforcen. Zum Beispiel in C-Sharp kannst du mit oder ohne dem arbeiten. Und es gehört aber, glaube ich, mittlerweile zum guten Ton, wenn du damit arbeitest, ja.
Also ich denke mir wirklich, es hat vermutlich beides seinen Einsatzzweck. Ja, ich sehe jetzt den XT-Einsatzzweck eher darin, wenn ich eine Funktion als Library dazu holen will für meine Sachen. Uli, du rauscht fürchterlich. Wenn du da irgendwas Okay, steckst, läuft, wäre das super. das ist wahrscheinlich der Lüfter. Sorry. Ah, okay. Kein Problem. Oder Batterie alle vom Mikrofon. Ja. Ja, also ich denke mir gerade bei solchen Sachen mit dem Wiz wäre das halt so eine Sache, wo man das so verwenden würde. Und wenn ich jetzt aber eine Library habe, wo ich will, dass etwas verwendet wird, dann ist vermutlich die XT-Funktion einfacher, weil ich dann ja immer das Zusatz noch einpacke. Ja. Wobei, also ich meine, sagen wir, wenn ich, also mein Eindruck ist auch, es ist leichter, ja, das ist die Frage, es ist teilweise leichter, sowas XT-herumreichendes zu schreiben, zum Beispiel sowas hier, Moment, ja, es ist jetzt nicht so viel Unterschied. kannst du noch mal sagen, was du gemeint hast? Ja, also wenn man sich den Current Wrapper anschaut und diese beiden Current-Wörter hier, Ja. es ist ein bisschen leichter, den Wrapper zu schreiben. Aber Ja, vielleicht sollten wir sie wirklich auf das differenzieren. Wenn ich jetzt Code schreibe, würde ich vermutlich die Wrapper verwenden, aber wie gesagt, wenn ich eher eine Funktion dazu einbinden will und eher dynamisch unterwegs bin, werden es eher die XTs sein. Also ich denke wirklich, du wirst beides brauchen, um es für alle Fälle abdecken zu können. ja, auf was ich hinaus wollte, ist, dass es dieser Teil hier ist ein bisschen schwerer zu schreiben als dieser Teil hier. Aber in der Verwendung ist es vielleicht, ist das hier vielleicht leichter als das andere. Ich meine, jetzt nicht viel aber. Ich kann mir vorstellen, für interaktive Benutzung ist vielleicht das Rechte besser. Für interaktive Benutzung ist auf jeden Fall das linke besser, weil das kann ich interaktiv benutzen, zumindest in GeForce, während da ist diese Makros, Auf die den können Kosten, nur die du kompiliert sprichst. werden. Ja, das stimmt. Ich hatte jetzt gedacht, die Klammer auf, ne? Dann kannst du Klammer auf eintippen und dann kannst du die Sachen machen, die in dem Kontext sind, und wenn du fertig bist, dann machst du halt die Klammer zu. So. Jetzt mit TOR in der Implementierung, das geht dann natürlich nicht. Na, nicht nur das, dass daher, also das sieht man vielleicht nicht so deutlich, daher wird in Da ein wird auch Wort hinein kompiliert. kompiliert. Ja, aber das könntest du ja auch anders implementieren. Vielleicht nicht einfach, aber gehen wird's. Nein. Nee, stimmt. Makros sind eigentlich immer kompilierende Dinge. Ach, Ja, so meinst du. damit ist das, was ich gesagt habe, total falsch. Genau. Richtig. Ja, Okay. wobei die Quotation. Dann brauchst du auch interaktive Quotations. Ne? Ja, also in GeForce haben wir die. Oh, Ja, stimmt, ich ja. weiß. Okay, gibt es sonst noch Fragen? Okay, gut. Anton, vielen Dank für diesen Extra-Talk.